Entschuldigen Sie, Herr Professor, ich weiß, ich bin zu spät. Ja, das habe ich gemerkt. Und das an Ihrem Probetag. In einem 5-Sterne-Hotel ist Pünktlichkeit zwingende Voraussetzung. Und wie stehen Sie überhaupt drauf? Jetzt nehmen Sie mal Haltung an. Kopf hoch, Brust raus, Bauch rein. Ja, das schaut doch gleich viel besser aus. Also, ich erwarte von einem angehenden Portier Höflichkeit und tadelloses Benehmen. In unserem Haus ist der Gast König. Das scheint mich aber nicht an. Ich würde mein Bestes geben. Ich habe gestern sogar noch zu Hause geübt. Ja, da bin ich ja gespannt. Da kommt schon der erste Gast. Jetzt stellen Sie mal Ihr Können unter Beweis. Sehr. Herzlich willkommen im Fürstenhof. Was kann ich für Sie tun? Ich möchte gerne ein Zimmer bei Ihnen reservieren. Am liebsten die Fürstensuite. Außerdem bringe ich meinen Hund Bruno, einen Bernhardiner, mit. Ist das ein Problem? Das ist selbstverständlich möglich. Und Sie haben Glück, die Fürstensuite ist auch noch frei. Wie lange möchten Sie denn bleiben? Eine Woche. Vermieten Sie auch Hunde? Wissen Sie, mein Bruno braucht seinen Schönheitsschlaf und absolute Ruhe. Und weil er ziemlich schnarcht, halte ich es leider nicht in einem Zimmer mit ihm aus. Wir haben zwar keine Unbekannten, aber wenn Sie das wünschen, dann gerne eine Suite besorgen. Wunderbar. Außerdem braucht mein Bruno zweimal täglich seine Rückenmaske. Französisches Hundefutter und Pferdeanspaziergänge. Das können Sie doch sicher alles persönlich übernehmen, nicht wahr? Also, gnädige Frau, wir sind zwar ein 5-Sterne-Hotel, aber Ihre Wünsche sind schon ein bisschen, naja, wie soll ich sagen, besonders. Mein Bruno ist auch ein ganz besonderer Hund. Ich kann mich auf Sie verlassen, nicht wahr? Sie werden sich höchstpersönlich um meinen Bruno kümmern. Ganz wie Sie wünschen. Ich stehe zu Ihren Diensten, wenn ich sonst etwas für Sie tun kann. Danke, nein. Herr Sonnenrichter, ich kann mich nicht im Büro kümmern, Ich habe nämlich eine Hunde, eine Haarallergie. Und ehrlich gesagt, ich glaube, der Job als Portier ist wirklich so nicht. Naja, Sie haben sich zwar ganz ordentlich geschlagen, aber ja. Vielleicht ist es wirklich besser, Sie genießen weiterhin die Führung durch unsere wunderschöne Filmstadt. Sicher auch so. Ja, bitte, ein großer Applaus.